Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play, der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2 im Medain Mod. So, wir haben eine neue Karte, wir haben die Karte Argonath. Und ich habe jetzt nur mal einen mittleren Gegner ausgewählt, ich werde das auch relativ kurz halten. Lothlorien habe ich gegen Gondor. Okay. Ja, Fail. Geil. Okay, in 3, 2 und 1. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2 im Medain Mod. Ja, ich habe eingestellt die Karte Argonath. Ich bin Dylan. Der Computergegner ist Mittel. Und ja, wir gehen einfach gleich mal rein. Nicht viel Zeit verlieren. Und die Sache ist einfach die. Ja, wie soll ich sagen? Ich bin zeitlich ein bisschen hinten dran. Und ich wollte jetzt diese Playlist grundsätzlich auch nicht so abschließen, wie sie jetzt wahrscheinlich geendet hätte. Ich habe das Spiel beim letzten Mal gespeichert. Um gegebenenfalls dann nochmal aufzunehmen. Es war ja eine Monsteraufnahme-Session. Es war ja ein Monsterspiel gewesen im Grunde genommen. Ich wollte es so nicht enden lassen eigentlich. Und deswegen war das Heilung, ja. Okay, deswegen spielen wir einfach nochmal schnell ein kleines Gefecht auf einfach. Gucken wir mal, wie schnell, beziehungsweise auf Mittel. Und schauen halt einfach mal, wie schnell wir das da halt ja, über die Bühne bringen. Und dann sehen wir gleich mal weiter. So, die Sache ist die, so zum Projekt, also wie gesagt, es wird wahrscheinlich, diese Folge wird jetzt erstmal auf längere Zeit hin betrachtet, erstmal die letzte Folge dieser Playlist werden, aber es wird so sein, dass Herr der Ringe auf meinem Kanal nicht endet. Es wird so sein, dass wir als nächstes sehr wahrscheinlich den Ringkrieg machen werden, im ganz normalen Edaimat. Ich bin noch am überlegen. Die Sache ist nämlich die, wenn ich jetzt, muss ich mir die nächsten 1-2 Tage nochmal Gedanken machen, aber ich brauche jetzt halt erstmal nochmal eine Folge, damit ihr da erstmal zumindest mit den Infos auch versorgt halt seid, auch nämlich morgen direkt. Und, so, jetzt haben wir erstmal noch gar nichts gebaut, okay. Komm, ja, Kaserne noch, komm, ja, okay. Ja, und, ich bin nämlich am überlegen, wegen dem Edain Mod 4.0. Das Problem ist halt ganz einfach, wenn ich jetzt sage, ich starte einen Ringkrieg im ganz normalen Edain Mod, so wie wir ihn jetzt aktuell haben, Version 3. irgendwas oder 1. weiß ich jetzt, oder 3 wird 3 irgendwas sein, ich weiß es jetzt gar nicht. Wenn ich da ganz normal sage, ich starte da den das Let's Play sozusagen davon, dann kann es halt sein, dass ich halt die Kartendaten, beziehungsweise dass ich dann halt mit dem Edain Mod 4.0 ich halt die Daten dann halt überschreibe und ich somit nicht mehr auf die 1. oder 3 auf die aktuelle Version, wo wir aktuell spielen, halt Zugriff habe. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt zielführend ist. Hatte ich bisher noch nicht die Gelegenheit dazu gehabt, das auszutesten. Ich denke, es wird sich erstmal wahrscheinlich darauf belaufen, dass wir wirklich halt erstmal hier noch den Ringkrieg machen werden. Und uns dann entweder parallel, wie gesagt, es kommt halt immer drauf an, wie es zeitlich halt bei mir aussieht. Und, scheiße. Und zeitlich sieht es aktuell bei mir nicht ganz so gut aus, wie ihr vielleicht schon aus den anderen Projekten halt ein Stück weit wisst. Viel zu tun und dann kommt mal hier was dazwischen und da mal was dazwischen. Und das ist alles ein bisschen doof aktuell und los an die Arbeit. Da kommen schon die ersten Gegner. Ich habe noch nicht mal irgendwas gebaut. Hab ich gut gemacht. Zum letzten Gefecht möchte ich auf jeden Fall nochmal 1-2 Kleinigkeiten dazu erwähnen und sagen. Ja, wie gesagt, es ist halt wahrscheinlich so gewesen, dass halt wirklich, keine Ahnung, der NPC vielleicht einen kleinen Rohstoffbonus bekommen hat. Wobei, aber sind wir mal ehrlich, es war schon sehr, sehr überpowered. Also ich denke, trotzdem, trotz dass wir ja da die Möglichkeit hatten, trotz dass der NPC halt so viele Rohstoffe hatte, glaube ich halt trotzdem nicht, dass der ja, wie soll man sagen, dass dieser Rohstoffbonus dann so viel eigentlich ausgemacht hat. Kann ich mir einfach beim besten Willen einfach nicht vorstellen.
Ich glaube, dass sich das Spiel dann halt über die Zeit hinweg, gerade vielleicht auch mit den Teams, dass es dann dadurch ein bisschen buggy wurde. Hätte wahrscheinlich vielleicht mit mehr Kommandeurspunkten hätte ich es wahrscheinlich geschafft, aber wer geht denn davon aus, dass eine Schlacht so lange dann dauert, noch dazu bei, in Anführungsstrichen, eigentlich nur 4 Gegnern, also 4 Teams jetzt sozusagen, oder 3 Gegnern, 3 Teams jetzt sozusagen. Mein NPC war insgesamt ein bisschen schlecht gewesen, muss man ja sagen. Das hattet ihr ja auf jeden Fall auch gesehen. Und, ja, war ein bisschen doof halt. So, dann können wir hier erstmal hier rüber gehen. Holen wir uns erstmal hier die Höhle. Lalalala. Was soll ich bauen? Der Feind! Entdeckung, Männer! Schwerter! Zieht eure Schwerter! So, wunderbar. Geht mal ran da hier. Zerstört es! Soldatenbataillon einsatzbereit! Wir haben viel zu tun! So, dann kann ich jetzt hier auch schon mal noch was hinsetzen. Hier der Walzen noch ein Kontursperrträger, hier mal noch eine Reitereinheit. Und dann sieht es doch schon mal wieder sehr, sehr gut aus. Beziehungsweise hier die Soldaten, die können wir hier schon mal hier rüber schicken. Denn da war, glaube ich, auch noch mal was gewesen. Ah, ne, hier oben war auch noch was gewesen, ne? Genau. Okay. Ja, ein bisschen doof war natürlich auch gewesen im letzten Gefecht, dass meine eigentliche Rasse, die Lothlorien, jetzt nicht sagen, dass ich schlecht mit denen zurechtkomme, weil ich eigentlich gar nicht allzu schlecht mit denen zurechtgekommen bin, meistens immer. Aber es ist halt auch so, dass irgendwo da ein Limit ist. Und wenn die Versorgung halt nicht stimmt, und die Versorgung hat nicht gestimmt, weil ich eine Festung halt irgendwie hatte, beziehungsweise ich habe 3 Festungen hätte man bauen dürfen, 2 hatte ich gehabt, die eine war irgendwie buggy verschwunden. Konnte ich natürlich keine weitere Festung direkt da vorne hinbauen und somit war das natürlich ein bisschen doof. Ich habe es wie gesagt versucht nochmal zu laden. Keine Ahnung, mir wurde irgendwas mit App-Data-Problemen gemeldet, was eigentlich nicht wirklich sein kann. Weil ich habe da nämlich nichts verändert eigentlich dran. Ich weiß, was wir brauchen. Deswegen wundert mich das eigentlich etwas. Formiert euch, Ritter! So, forschen wir gleich mal noch ein Stück. Schwerter! Jetzt! Macht euch kampfbereit! Reiter! Okay. Ich denke, das könnte dann hoffentlich vielleicht eine schöne Runde werden. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich wollte jetzt allerdings halt diese Playlist jetzt so erstmal nicht so enden lassen. Wir werden dann mit Sicherheit auf jeden Fall diese Playlist, wird dann später auf jeden Fall nochmal ein bisschen was mehr dazukommen, muss ich sagen. Mit mehr dazukommen meine ich... Ah, hier kommen gerade welche. Okay. Mit mehr dazukommen meine ich, dass wir dann halt immer mal ein paar weitere Gefechte immer mal spielen werden. Angefangen von... So, gehen wir schon mal mit den Reitern auch nochmal ein Stück weiter hier. Ritter der weißen Stadt, wir kämpfen für den Ruhm Gondors. Überrennt sie! Schwerter! Bleibt wachsam! Abstand halten! Oh, hier kommen gerade eh noch weitere. Vernichtet sie! So, gucken wir mal, vielleicht können wir ja mit unseren Reitern hier nochmal was reisen hier. Können ja derweil jetzt mal unsere Kaserne noch. Achso, da brauchen wir noch Stufe 3, glaube ich, so wie ich das sehe. Was soll ich bauen? Los, an der Bleibt wachsam! Immer weiter! Macht schneller! Lasst sie nicht entkommen! So, dann können wir uns jetzt hier schon mal die Gebäude holen. Der Sieg ist unser! Sieht doch relativ easy aus bisher. Das sieht auch gut aus hier. Island gehört uns.
So, go. Nimm mal einen hier. Wir kämpfen für den Ruhm Gondors. Macht euch das Gebäude ist fertig. Kommt, Männer, holen wir sie uns. Formiert euch, Ritter. Reißt es ein. Wir haben die Kaserne verbessert. Oh, wunderbar. Wir haben das Gebäude. So, Bannerdringer kommen jetzt auch noch mit dazu. So, das Gebäude haben wir auch noch. Zieht eure Schwerter. Lasst sie nicht entkommen. Vernichtet sie. Fallen über eines unserer Gebäude her. Legt es in Schutt und Asche. Macht euch kampfbereit. Gehen wir. So, dann können wir von dieser Seite können wir auch schon mal mit noch mit angreifen. Ich will das hier nochmal noch mit hinbekommen. Jetzt sind wir eigentlich schon relativ weit sogar. Dann will ich mal noch eine Belagerungswerke nicht. Oder? Waffenschmiede kostet ganz schön viel eigentlich, ne? Rügen bereit machen! Wir haben ein Gasthaus entdeckt! Männer Gondors! Dauert aber auch gerade auch ganz schön lange mit den Reitern. Aber wie gesagt, Gondor, das liegt mir ja daran dann doch am besten, muss man sagen. Gehen wir! Werft sie nieder! Soldaten, Gondor! Hier ist ganz schön viel los gerade. Bereit machen, Bogenschützen! Kämpft weiter! Positionen halten! Weicht nicht zurück, Männer! Kommt, Männer! Holen wir sie uns! So. Die Reiterchen, die könnten mal was machen. Zerstört es! Mut! Oha, krass. Zum Angriff! Bereit! Sie haben angegriffen! Macht euch kampfbereit! Weicht nicht zurück, Männer! Weiter schießen, Männer! So, dann brauche ich auf jeden Fall mal noch ein paar Reiterchen. Dann rüsten wir hier einmal auf. Ja. Und dann ist unser Geld schon wieder alle. Gut gemacht, ne? Das dauert nicht. Dann nehmen wir noch ein fast rohstoffmäßig hin. Dann fallen wir mal hier nochmal über die Gebäude her. Soldaten! Soldatenbataillon einsatzbereit! Männer Gondors! Orksmänner! Soldaten! Wird ganz schön lange hier mit dem Gebäude. Machen wir uns mal noch das Gebäude hier. Formiert euch, Ritter! Hier wären wir fertig. Seid bereit! Ziehen wir mal hier noch hoch. Dann können wir hier auch schon mal noch ein bisschen was nach oben ziehen. Ritter, wird da gerade noch gebaut. Macht euch kampfbereit, hat bereits sein Lager aufgeschlagen. Endlich! Das Gebäude gehört vorwärts! Ja, irgendwann müssten dem NPC ja dann eigentlich mal die Rohstoffe ausgehen. Haltet sie auf! Überrennt sie! Von hier sehen wir sie nicht! Es ist soweit! Sind bereit! Okay. Ritter der Weißen Stadt! Wie viel Baumeister hat er denn schon wieder hier? Männer! Er hat vier Baumeister. Sie greifen das Lager an! Attacke! Macht euch kampfbereit! Werft den Feind nieder! Kommt gerade mir noch gar nicht so richtig los, ey. Wir werden angegriffen! Vorwärts! Bleibt wachsam! Marsch, Schwerter! Immer weiter! Ja! Männer Gondor, sie greifen wieder! Weiter! Oha! Was ist da los? Bauen wir mal auf der Position hier mal so einen defensiven Turm. Kommt, Ritter, kommt! Also er hat dafür, dass er. Wir sind außer Reichweite! Wir sind auf ihre Festung gestoßen! Attacke! Passt auf die Pferde auf! Der Feind ist hier! Ritter der Weißen Stadt! Weiter! Also dafür, dass er wirklich so viel, beziehungsweise, wie soll man sagen, dafür, dass er eigentlich nur Mittel ist und eigentlich ich dem auch schon ziemlich viel weggekloppt habe, ist er doch ganz schön stark. Männer Gondors! Sie greifen an! Überrennt sie! Werft sie nieder! Sie alle Mann, vorwärts! Reiter, vorwärts! Reißt es ein! Werft sie nieder! Macht euch bereit! In die Schlacht!
Okay, wir sind schon fast direkt in der Festung drin eigentlich. Legt es in Schutt und Asche. Was soll ich greifen schon wieder an? So, wir gehen mal auf die Waffenschmiede auf jeden Fall mal noch. Und schicken wir jetzt schon mal unsere Einheiten auch mal wieder mit nach oben. Meine Güte, ey. Wo bekommt er denn die Rohstoffe her, ey? Was ist denn da kaputt, ey? Krass. Macht euch bereit! Von hier sehen wir sie nicht! Krass, krass, krass. So, hier kommen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen. Oh, da werde ich auch gerade schon wieder beschossen. Passt auf die Flanken auf! Reiter! Ein Feuer! Zerstört es! Die Gehöfte werden angegriffen! Stellungen halten! Oh, die Gehöfte werden angegriffen. Hier unten? Lol. Sie bombardieren uns. Wir kämpfen für den Ruhm Gondors. Genial. Belagerungswerke habe ich jetzt gebaut. Ich wollte eine Waffenschmiede eigentlich bauen. Okay. Hier unten kann ich eh nichts machen. Was soll ich denn da jetzt machen hier? So ein Mist, ey. Positionen halten! Bataillon einsatzbereit. Ritter! Dies Land gehört uns! Reichet die Gehöfte an! Auf! Der Feind ist unter uns, Männer! Bleibt wachsam! Bleibt zusammen! Schon wieder ein neues Katapult, ne? Der Typ, der kloppt mir hier unten gerade alles weg. Scheiße, ey. Auf! Soldatenbataillon einsatzbereit! Mist, 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 Mist! Reitet! Vorwärts! Schwerter! Angriff! Macht euch kampfbereit! Sie haben unser Gebäude erobert! Unsere Truppen werden angegriffen! Ich habe so das Gefühl, dass wir zumindest hier mal ein paar Türmchen hinbauen müssen. Das dauert nicht lange. Er baut ja sogar schon wieder Katapulte, ey. Das gibt es doch gar nicht. Hier ist auch wieder so einer, ey. Oh. Soldaten! Sie greifen wieder an! Das Gebäude ist fertig! Gerade gehen uns gerade etwas die Rohstoffe wieder aus. Wir haben das Gebäude. Wird erledigt. Der Feind ist hier. Schlag an! Ritter der weißen Stadt. In Deckung, Männer. Kommt, Ritter, kommt. Vernichtet sie. Macht euch kampfbereit. Ritter der weißen Stadt. Bataillon einsatzbereit. Ritter. Gibt es gar nicht. Wie viel Rohstoffe der schon wieder hat, ne? Und hier unten die Dinger. Oh, wir kämpfen für den Ruhm Gondors. Zieht eure Schwerter. Wir haben unsere volle Truppenstärke. Ritter. Bin ich bei einer vollen, also vollen Truppenstärke, weil ich einfach keine. Woher kommen diese Geschosse? Weicht nicht zurück, Männer! Formiert euch, Ritter! Oh, bitte nicht. Wer braucht einen Baumeister? Los, an die Arbeit! Haltet sie auf! Wir müssen hier weg! Okay, ich denke, wir werden auf jeden Fall nochmal neu aufbauen und das werden wir dann mal in der nächsten Folge machen. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao!